Ja, moin moin, willkommen hier bei mir bei der Mod-Vorstellung. Heute das Class Lexion 700 der Serie Pack V4. Ja, da haben wir die Reihen 760, 770 und 780, jeweils mit verschiedenen Decals, Aufklebern nenne ich es mal, und auch Flaggen. Verschiedene Räder, Bandlaufwerke. Jo, hier haben wir einen von Agravis etc. Es gibt noch viel, viel mehr. Hier mit Maisschneidwerk. Genau, also wir haben drei verschiedene Mähdrescher zur Auswahl: den 760, 770 und 780er Lexion. Drei verschiedene Schneidwerke passend für die Lexion-Serie, das ist das Vario 12, Vario 1200, Vario 1050 und Vario 900. Und für den Mais haben wir hier das Cornspeed 875 FC. Ich zeige euch das auch gerade nochmal im Shop. Unter Kategorie Mähdrescher haben wir hier den 760, 770 und 780. Von der Konfiguration sind sie alle drei gleich. Also wir haben einmal Trelleborg-Reifen mit Standard- und Breitreifen. Dann haben wir Michelin nur mit Standardreifen. Und dann noch Bandlaufwerk. Genau. Und das haben wir bei Trelleborg auch, das Bandlaufwerk. Breitreifen, Bandlaufwerk. Genau. So, dann kommen wir zu den Designs. Einmal Agravis. Einmal das 100 Jahre Edition Logo hier oben mit den 100 und Glas. Dann haben wir das Fitchen Logo vom Lohnunternehmen. Hier vorne mit dem großen Zeichen und hier hinten mit dem Korn in dem Zahnrad. Dann haben wir hier noch so ein kleines vom Lohnunternehmen Fricke. Dann haben wir hier oben die Flaggen, die Deutschlandflaggen drauf. Dann haben wir das Agravis-Logo mit den Flaggen, das Glas-Logo mit den Flaggen, das Fritschken-Logo, Lohnunternehmen mit den Flaggen, ja, und dann nochmal das Fricke-Logo mit den Flaggen. Ja, das war's. Dann können wir hier Zahlen hinzufügen, hier wie die 1, die ist vorne, hinten, auf der linken Seite drauf. Und wer GPS hat, ist nur das GPS-System. Hier vorne sitzt drauf, ist schon fest verbaut, also es kommt jetzt nichts Neues dazu. Ja, fangen wir mit dem 760er an. Der hat 503 PS, 40 km/h haben sie alle drei. Und 11.000 Liter Korninhalt. Dann der 770er hat 11.500 Liter Korninhalt bei 585 PS und auch wieder 40 km/h. Fahrgeschwindigkeit, und der 780er hat 12.800 Liter mit 626 PS. So, dann haben wir jetzt hier, dann gucken wir mal gerade nach den Aufklebern. Ja, ein kleines bisschen pixelig, aber so, also würde ich jetzt nicht bemängeln. Na, die Treppe hier, die Aufkleber sind auch scharf. Gut, es ist zu klein geschrieben, sonst könnte man es lesen, ist ganz klar. Ja, das APS Hybrid ist auch aus der Ferne ein bisschen pixelig, aber die 100 Jahre Edition, das sieht schon so ganz gut aus. Ja, das Lexion und so. Aber gut, das kommt immer darauf an, wie viel Wert man da drauf legt. Ja, das Terratrack-Laufwerk, hier die Aufkleber, das können wir auch sehen. 1022 Newtonmeter alle 10 Stunden nachziehen. Ja, also das ist so, ist das schon in Ordnung, würde ich jetzt sagen. Hier unten der Spreuverteiler, Häcksler. So ist nichts großartig dran auszusetzen, würde ich jetzt behaupten. In meinem Let's Play auf der nordfriesischen Marsch benutze ich den auch. Ja, hier nochmal mit dem Agravis Reifeisen Logo und den Trelleborg Reifen. Ja, der 770er. Das da drüben war der 780er. Und hier haben wir den 760er Eimer mit dem Maisgebiss. Der 100 Jahre Edition.
sind fehlerfrei. Da könnt ihr es sehen. Ich zeige es gleich nochmal. Ich habe nur welche auf dem Feld stehen. Einmal im Raps und einmal im Weizen. Und hier ist nochmal der 67er. Ganz ohne Aufkleber etc. Ja, mit dem normalen Kornschneidwerk. Der Schneidwerkswagen wird euch mitgeliefert. Also die Schneidwerke halten drauf. Man kann ranfahren, kann sie ein bisschen absenken und zurückziehen, dass die hier vorne schön einrasten. So wie hier. Ja, das ist so quasi schon perfekt, wie es drauf liegt. Jo, dann switchen wir mal durch. Auch da war der erste. Haben wir hier den 760er. Den testen wir mal ein bisschen, gucken mal. Also jetzt haben wir hier die normale Stroh-Animation, Textur. Also mir gefällt es so ganz gut. Da unten auch mit dem kleinen Feuerlöscher in Rot kann man alles sofort erkennen. Die Einzugsanimation, ja. Einzugsanimation ist auch gut. Bei dem Dreck, ja, das sehen wir dann erst später oder im weiteren Verlauf. Ja, hier oben. Und das ist der Spreuverteiler quasi vor der Strohablage. Und hinten kommt dann das ganz normale Stroh raus. Stellen wir mal kurz einen Helfer ein und gucken so ein bisschen mal außen rum, wie es so aussieht. Also wir können uns nicht beschweren, würde ich jetzt mal sagen. Vorne auch nochmal gucken, wie das Korn eingezogen wird. Das ist so jetzt nicht verkehrt. Gut, dann habe ich noch zu weit geswitcht. Da einen im Raps stehen. Mit den Rapsmessern gleich dran. Gucken wir auch mal. Hier mit dem Lohnunternehmen Fitschen Aufkleber. Und der Nummer 1. Genau, so, da ist das Schneidwerk dran. Gucken wir mal, wie es aussieht. Jo. Ist es dran, das bewegt sich auch, wenn es an ist. Also es ist schon sehr gut gemacht alles. Ja, ich sehe das nochmal, es an ist. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Der Download-Link für dieses Pack haue ich unten in die Videobeschreibung rein. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann, euer Blacky. Ciao.